Okay. Ach, nochmal jetzt, oder was? Egal. Gesichtszüge entspannen, alles klar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge TechUp Weekly. Takis ist wieder mal nicht da, der ist nur im Urlaub gefühlt, deswegen muss ich wieder ran. Dennis ist dabei und wir haben geile Themen. Was haben wir? PlayStation, WhatsApp, DHL, viele spannende Sachen. Bleibt dran. Es gibt neue Infos zur PlayStation 5 und zwar gab es in dieser Woche gleich zwei Meldungen zur neuen Konsole. Sony hält zwar weiterhin dicht, aber zum Glück gibt es ja immer wieder Leaks, die uns ein bisschen verraten. Dieses Mal von GameStop. Die haben nämlich für kurze Zeit auf ihrer Webseite Details über die PlayStation 5 verraten. Inzwischen ist die Seite aber leider wieder offline. GameStop? Die gibt's noch? Also was da auf der Website stand, das ist, wenn man ganz ehrlich ist, ist nichts, worauf man nicht von alleine auch irgendwie gekommen wäre. Ich zähle mal auf, also die PS5 soll physische Medien abspielen können, also sie kommt mit einem Blu-ray-Player. Genau. Der Controller wurde wohl grundlegend überarbeitet, das haptische Feedback soll unter anderem verbessert worden sein und ein 8-Kern-Prozessor von AMD soll verbaut werden und natürlich auch eine SSD. Also was richtig Neues an Infos ist das jetzt irgendwie nicht, ehrlich gesagt. Ich fand ja besonders interessant, dass die PS5 jetzt Raytracing unterstützen soll und dass auch alte Spiele darauf laufen sollen. Aber Xbox hat diese Features ja auch schon versprochen. Da muss natürlich Sony gleich ziehen. Aber das sind ja jetzt nicht irgendwie die einzigen Infos, die es diese Woche zur PlayStation 5 und Xbox gab. Denn es gibt jetzt auch Gerüchte, dass beide Konsolen in einer Standard- und einer Pro-Variante auf den Markt kommen sollen. Die Xbox, die schon vorgestellt wurde mit ganzen 14 Teraflops Leistung, ist dann also die teurere Pro. Variante. Ja, genau. Und für die muss man wohl ganz schön tief in die Tasche greifen, geldtechnisch, denn von Preisen um die 600 Euro ist tatsächlich die Rede. Das erinnert mich ein bisschen daran auch, wie Smartphones aktuell gelauncht werden. Da hast du auch immer eine Standard- und eine Pro- oder Ultra-Variante, die dann immer teurer ist. Was meinst du, Dennis? Würdest du 600 Euro für eine Konsole ausgeben? Oh, das ist schon happig, ne? Aber ich würde sagen, so, wenn es jetzt halt diese Preise so sind, dann ja. Ich würde mich auch ärgern, wenn ich mir die günstigere Variante hole und dann denke ich, habe ich die 2 Jahre lang zu Hause stehen, denke mir immer, bei jedem Spiel, oh, hätte ich jetzt noch 200 Euro mehr ausgegeben, dann hätte ich jetzt noch die geilere Grafik. Am Ende würde ich mir dann, glaube ich, tatsächlich die teure Pro-Variante holen. Ja. Was meint ihr denn? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, hier noch ein kurzer Hinweis auf eine aktuelle Rabattaktion unseres Sponsors Norton. Beim Sicherheitspaket Norton Antivirus Plus kostet das erste Jahr momentan nur 14,99 € statt 34,99 €. Das heißt, ihr bekommt satte 57% Rabatt. Und dafür kriegt ihr den preisgekrönten Virenschutz inklusive intelligenter Firewall für ein Gerät, einen Passwortmanager und 2 GB Cloud-Speicher für Backups. Das ist nicht schlecht. Reduziert sind aktuell auch die Norton 360-Pakete. Mit dem bekommt ihr dann zusätzlich noch einen VPN-Zugang, mit dem ihr dann auch an unsicheren Hotspots sicher surfen könnt. Es gibt auch mehr Backup-Speicher in der Cloud und einen Webcam-Schutz. Die Standardversion bietet euch 10 GB Cloud-Speicher und kostet 29,99 € für das erste Jahr. Viel interessanter ist aber noch die Deluxe-Version für 34,99 € im ersten Jahr, denn sie enthält 5 Lizenzen, sodass ihr mehrere PCs, Macs, Android und iOS-Geräte schützen könnt. Der Cloud-Speicher ist hier bei der Deluxe-Version 50 GB groß, außerdem ist eine Kindersicherung auch noch inklusive. Das reicht euch immer noch nicht, dann solltet ihr zur Norton 360 Premium-Version greifen, denn da sind satte 10 Lizenzen drin und 75 GB Cloud-Speicher sind auch inklusive. Der Sonderpreis für Premium beträgt im ersten Jahr 39,99 €. Die Links zu den Angeboten findet ihr, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Die Entwicklungsfirma von League of Legends, Riot Games, die bringt einen neuen Multiplayer-Shooter raus und will damit CSGO den Rang ablaufen. Juckt mich nicht, alles aus der CD ist sowieso Pillepalle, ganz ehrlich. Ja, aber Dennis, du musst auch mal über den Tellerrand hinausblicken und nicht immer nur auf der Couch hocken und dann CSGO spielen. Warum? Das machst du genauso? Ja. Schon, stimmt. Aber ich habe auch noch einen PC und für mich ist auch CSGO und Overwatch jetzt kein Fremdwort. Also ja, gut, für mich das ja sind auch nämlich nicht. Genau die beiden Spielprinzipien, die Riot Games vereinen will. Nämlich auf der einen Seite anspruchsvolles taktisches Gameplay und dann so Helden mit Spezialfähigkeiten, Action-Gameplay. Und das wollen die mit ihrem Spiel Valorant vereinen. Klingt ja auf jeden Fall sehr interessant. Gespielt wird hier 5 gegen 5. Am Anfang wird es erstmal nur 4 Maps hier geben, aber natürlich soll es dann nach Release, der übrigens im Sommer sein soll, frische Inhalte geben nach einem aktuellen
aktuellen Update. Auf jeden Fall soll sich das Spiel durch die Heldenfähigkeiten deutlich kreativer spielen lassen als zum Beispiel CSGO, auch wenn Valorant grundlegend schon sehr daran erinnert. Ja, ganz genau. Zum Beispiel sind die Waffen auch ziemlich ähnlich im Vergleich zu CSGO. Das habe ich mir schon mal in so ein paar Gameplays angeguckt. Wenn man erfolgreich spielt, kann man dann auch Geld verdienen und das kann man dann in Folgerunden wieder für bessere Waffen und Skills ausgeben. Und das Ziel des Spiels ist es, ganz wie auch bei Counter-Strike, da legst eine Bombe und das gegnerische Team muss es verhindern. Das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Vor allem spannend ist auch, dass das Ganze Free-to-Play sein wird und wohl ziemlich niedrige Hardware-Anforderungen haben wird. Gut, die Grafik ist jetzt natürlich nicht so bombastisch. Der Look ist hier comicartig. Ist zwar auch ganz nett, ja, aber schon auch irgendwie so ein bisschen altbacken. Aber dafür sollte das Spiel auf so ziemlich jedem Rechner laufen können, was hohe Spielerzahlen garantieren dürfte. Ja, ist alles so ein bisschen auch das League of Legends Prinzip. Mhm. Generell klingt das auf jeden Fall ganz cool. Wenn ihr mehr über Valorant wissen wollt, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da haben wir euch eine ziemlich ausführliche Preview verlinkt. Und dann ist mein Zimmer Pause von Call of Duty. Wir beide, Valorant. Ich habe ja kein PC, ne? Stimmt, scheiße. Naja, egal. Wie sieht's bei euch aus? Werdet ihr dem Spiel mal eine Chance geben? Guckt ihr euch das an? Ich meine, League of Legends Entwickler ist ja erstmal vielversprechend. Ja, schreibt uns doch mal unten in die Kommentare. Der Paketdienst DHL, der will das Live-Tracking einführen und seien wir ehrlich, das wird auch Zeit. Per App oder per Website soll es dann nämlich endlich möglich sein, den genauen Standort des Lieferfahrzeugs auf einer Karte sehen zu können und man sieht sogar, wie viele Zustellungen dann noch auf dem Weg liegen, bevor das dann bei dir ankommt. Am Tag der Zustellung kriegst du dann sogar noch ein konkretes Zeitfenster angezeigt, das liegt dann so zwischen 60 und 90 Minuten. Ganz genau. Und außerdem kriegt man noch 15 Minuten, bevor der Paketbote dann auch wirklich kommt, nochmal eine Benachrichtigung. Ja. Bis zur Zustellung könnt ihr dann sogar noch den Wunschort oder auch den Wunschnachbarn für das Paket angeben. Also mit diesen neuen Möglichkeiten könnte man, glaube ich, viel Paketchaos vermeiden. Und deshalb müssten solche Modernisierungen eigentlich im Sinne der Post sein. Für mich unverständlich, warum das einfach so lange gedauert hat, bis es dann jetzt endlich mal gekommen ist. Weil die Technik gibt es ja auch schon bei anderen Anbietern, zum Beispiel DPD, um die auch noch hier zu nennen. Die verbesserte Sendungsverfolgung soll auch im Laufe dieses Jahres starten. Sag mal, Dennis, du bist ja schon ein bisschen älterer Jahrgang. Hallo? Wie hast du denn die 90er verbracht? Mit extrem viel Fußball spielen, war super viel draußen, Freundin getroffen, Fahrrad gefahren. Ja, und wirklich? Ja gut, ich habe viel Fernsehen geschaut. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber dann würde es dich freuen, dass es jetzt ein neues Projekt vom Internet Archive gibt. Und da geht es darum, TV-Klassiker aus den 90ern zu retten. Mega nice. Ja, das Ganze heißt The VHS Vault. Und das hat schon über 20.000 VHS-Kassetten digitalisiert. Und die kann man alle kostenlos online sich angucken. Extrem geil. Und was gibt es da alles so im Moment? Weißt du schon? Ja, vor allem englische Geschichten, so deutschsprachige Videos gibt es noch fast gar nicht. Das kann sich auch noch ändern, da muss vielleicht die deutsche Community auch ein bisschen aktiver werden. Aber ist vielleicht auch mal ganz cool, die Serien aus der Jugend da mal auf Englisch zu gucken, wenn man es heute versteht. Gemacht, ja. Das Ganze ist natürlich alles in 4:3 und in ziemlich mieser VHS-Qualität. Ja, was macht es ja auch so ein bisschen aus, weißt? Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ich glaube, das so Nostalgie und sowas, das kommt dann da echt schon. Geile Sachen, witzige Sachen bei. Ja. Weißt du noch, was du damals geschaut hast? Puh, ich bin ja ein bisschen jünger als du, 94. Also ich habe Ende der 90er Malcolm mittendrin, auf jeden Fall. Mhm. Das war so super RTL-Zeugs, habe ich geguckt. Und King of Queens. Weißt du, King of Queens, Prince of Bel-Air, Alf. Alf war noch mega geil. Eine schrecklich nette Familie, die ganzen Geschichten, das war schon cool. Ja, ich merke, du hast wirklich viel Fernsehen geguckt. Ja, sag ich ja. Okay. Ihr könnt uns ja auch mal verraten, was ihr so damals geguckt habt, falls ihr da schon geboren wart. Wir haben auch viele junge Zuschauer. Aber allen empfehlen wir, guckt doch mal da rein, das ist echt mega lustig. The VHS Vault. So, du Chris, Butter bei den Fische, du kennst dich ja aus mit Quantencomputern, oder? Mit Quantencomputern? Ja. Naja, nicht so wirklich. Ich meine, ich finde die Dinger cool, aber ich durchschaue das Ganze nicht so 100%. Also du hast Einsen und Nullen und Einsen und Nullen, also gleichzeitig. Also ich weiß nicht, ich verstehe das nicht so 100%, aber ich weiß, dass in der Theorie ist da mega viel mit machbar. In der Praxis allerdings, glaube ich, stehen wir da noch relativ am Anfang. Ja, aber vielleicht geht das Ganze jetzt sogar noch schneller, als du denkst, weil die Firma Honeywell hat jetzt einen neuen Quantencomputer angekündigt, der doppelt so leistungsstark sein soll wie die Konkurrenz, und zwar 64 Quantenvolumen, was auch immer das konkret heißt. Kann man da irgendwas mit Teraflops irgendwie umrechnen oder sowas, weißt du das? Ich glaube, das geht eher nicht. Die Quantencomputer und Normalcomputer sind in der Funktionsweise ja so unterschiedlich, dass sich deren Leistung überhaupt gar nicht vergleichen lässt, und am Ende kommt es auch immer darauf an, welchen Anwendungsbereich man im Endeffekt hat, welche Art von Computer sich überhaupt lohnt dafür.
Die Bank JP Morgan Chase hat offenbar schon nämlich einen Anwendungsbereich gefunden für den Quantencomputer von Honeywell. Mhm. Die wollen nämlich künftig mit dieser Firma hier zusammenarbeiten. Hm. Bin ich mal gespannt. Endlich. Endlich bringt WhatsApp eine Funktion, die haben sich Nutzer schon so lange gewünscht. Den Dark Mode oder auch den Dunkelmodus. Also die WhatsApp-Beta-Nutzer, wie ich es einer bin, werden jetzt natürlich sagen, pff, das kenne ich ja schon lange. Klar, das ist auch gut so, aber seit dieser Woche kann jetzt auch jeder den Dunkelmodus auf seinem iOS und Android-Smartphone aktivieren. Ja, und der sieht auch nicht nur cool aus, der hat auch wirklich Vorteile. Nämlich schont der eure Augen, wenn ihr zum Beispiel im dunklen Raum dann irgendwie mit euren Freundinnen am Chatten seid. Dadurch werden die Augen dann weniger schnell müde. Ganz genau. Und der WhatsApp Dark Mode ist übrigens nicht komplett schwarz, sondern ein dunkles Grau. Deswegen, also schon den Akku, aber nicht so sehr, wie er könnte. Jetzt vor allem bei OLED-Screens, aber ein bisschen auf jeden Fall. Ja. In unserem Beitrag, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, da verraten wir euch, wie ihr den Dunkelmodus auf eurem Smartphone aktivieren könnt. Probiert es einfach gerne mal aus und schreibt uns in den Kommentaren unten, wie ihr den so findet. Die beiden großen Firmen Google und Facebook haben ihre Hauskonferenzen abgesagt. Normalerweise stellen da die Unternehmen neue Produkte und Projekte vor. In diesem Jahr sei es aber wegen des Coronavirus zu riskant. Und damit setzt sich ein Trend fort, denn aktuell werden überall auf der ganzen Welt große Messen und Veranstaltungen abgesagt. Weißt du, was mich richtig aufregt, Dennis? Nee. Wenn Leute ausnutzen, wenn andere Leute Angst haben. Das macht mich richtig fuchsig und genau das machen gerade einige Internetbetrüger. Die setzen so Websites auf, so Fake-Websites und da verkaufen die Masken, Desinfektionssprays und alles, was die Leute halt gerade so kaufen. Nur wenn du da bestellst, da kommt halt nichts. Du bezahlst so, es kommt nichts zu dir und das Geld kriegst du auch nicht wieder zurück. Und das ist echt unterste Schublade, finde ich auch, da bin ich ganz bei dir. Die Angebote verbreiten die Typen dann per Mail, da steht dann drin, dass die noch ganz große Vorräte hätten und dass du ganz günstig auch kaufen kannst. Viele Leute fallen natürlich darauf rein, auch weil gerade in vielen Apotheken und auch anderen Läden solche Produkte eben ausverkauft sind. Und in den Mails wird dann sogar die Adresse von echten seriösen Shops angegeben. Das ist halt eben das Problem. Ja. Das Landeskriminalamt Niedersachsen weiß schon von der Sache Bescheid und warnt öffentlich davor. Ja, geht gar nicht. Also ich hoffe, die finden schnell die Schuldigen und dass so viele Leute aktuell Atemmasken und sowas kaufen. Also ich persönlich finde das eh etwas übertrieben, zumal es noch nicht mal bewiesen, ob Atemmasken überhaupt wirklich was helfen jetzt beim Coronavirus. Falls ihr aber wirklich das Bedürfnis habt, euch mit Masken, Handschuhen oder was auch immer einzudecken, passt auf, dass ihr bei einem seriösen Shop landet. Das waren sie, die Top-Themen der Woche. Kommen wir nun zum Kommentar der Woche. Ja, und der kommt diese Woche von The Greasy. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich hoffe. Stimmt. Kurzer Hintergrund, wir haben ja letzte Woche die 600.000 YouTube-Abonnenten erreicht. Und aus diesem Anlass haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und verlosen wieder mal einen Gaming-PC. Die Komponenten haben wir dann in einem Post gezeigt und der gute The Greasy hat darunter geschrieben, wenn das ein kleines Dankeschön bei 600.000 ist, was bekommt man dann bei einer Million? Tja, das wissen wir auch noch nicht. Ja, das sehen werden wir mal sehen. Deswegen fleißig abonnieren, damit wir eben auch an euch ein Geschenk machen können, wenn wir die 1 Million geknackt haben. An dieser Stelle auf jeden Fall ein fettes Dankeschön an alle, die uns hier unterstützen und teilweise auch schon super lange mit dabei sind. Ihr seid eben der Grund, warum wir hier den ganzen Spaß überhaupt machen können und wir freuen uns halt mega über euren Support. Und deswegen Props von uns an euch. Ja. Ihr wisst ja, was nach dem Kommentar der Woche kommt, nämlich der Fail der Woche. Der Fail der Woche geht dieses Mal an Apple-Mitbegründer Steve Wozniak. Der hat ernsthaft geglaubt, er bzw. seine Frau hätte den Coronavirus in die USA eingeschleppt. Als er von seiner China-Reise zurückkam, hatte seine Frau nämlich einen starken Husten. Und was macht da der Wozniak? Der setzt erstmal einen Tweet ab, in dem er schreibt, er und seine Frau wären vielleicht der Patient Zero gewesen, also die ersten Erkrankten in den USA. Ja. Das ist jetzt nichts, mit dem ich so auf Twitter prahlen würde. Naja. Aber am Ende hat sich herausgestellt, dass weder Wozniak noch seine Frau am Coronavirus erkrankt sind. Naja, viel Lärm um nichts. Ich weiß auch nicht genau, ob dieser Tweet überhaupt so hundertprozentig ernst gemeint war oder am Ende auch ein sehr schlechter Scherz einfach vielleicht. Dann war es aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechter Scherz, wenn man mal überlegt, wie angespannt viele Menschen im Moment wegen des ganzen Coronavirus-Zeugs und sowas sind. Die Twitter-Community fand es auf jeden Fall nicht so lustig und war wegen dem Tweet eher verwirrt. Ja, verständlich. Ja, jetzt verabschieden wir uns aber erstmal ins Wochenende, ruhen uns ein bisschen aus, genießen die freie Zeit. Wir Zeit, war auch anstrengend. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut.